Glück auf und Vorhang auf zu einer neuen Aufnahme von Aufgabe, habe ich Aufgabe gesagt? Von Chronik eines Dorfes. So, jetzt aber Musik an. Und wie ihr vielleicht schon seht, sind wir nicht mehr im wunderschönen Hundsgrab, sondern in einer hässlichen, gefährlichen Höhle. Ja, wir haben uns in die Höhle hier gewagt. Und haben genau hier aufgehört zu spielen, als wir unseren alten Spawner wieder gefunden haben. Das heißt, da oben, ich höre schon wieder eine Ratte, ist unser alter Spawner. Hier ist es dunkel. Und wir müssen uns erstmal ein neues Schwert machen, habe ich gerade gesehen. Dafür machen wir erstmal hier einen Crafting Table. Die zwei Fackeln werfen wir mal ganz kurz weg. Ich höre die doch schon wieder, diese Ratte. Und jetzt machen wir uns hier mal uns Stickies. Machen wir uns auch. Gell. Ihr seht, wir haben nur 10 Eisen. Das liegt daran. Wir haben ein paar mehr von. So. Erstmal. Ja, so erstmal. Ein bisschen Holz heben wir uns noch auf. Ich weiß, das müllt unser Inventar voll. Ich will die Fackel. Ha, hat geklappt. Habt ihr das gesehen? Aber wir brauchen natürlich noch neue Fackeln. Dann nehmen wir jetzt mal hier so. Und wir haben echt wenig Holz dabei. Das beunruhigt mich ein wenig. Können wir hier irgendwas loswerden? Das Brot, das können wir snacken dann. Nicht stacken, sondern snacken. Die Kohle müssen wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Ist die Maus jetzt irgendwo runtergefallen? Na, das würde mir auch leid tun. Und wir machen uns jetzt mal schnell ein Schwert. Und wo habe ich jetzt die... Ah, seht ihr, jetzt hätte ich mich schon beinahe wieder versemmelt. Die Sticks brauchen wir natürlich erstmal. Und da machen wir uns mal ein neues Schwert raus. Das alte hat nämlich fast schon ausgedient. Und wir haben hier eine Truhe. Wir könnten eigentlich hier mal so einen kleinen Punkt hin machen, weil das finden wir von oben auch wieder. Dann können wir hier runtergehen. Wir gehen jetzt gleich erstmal da hoch. Ich weiß, ich rede total wirr momentan. Ja, tue ich. Dafür müssen wir einmal die Kiste aufnehmen. Okay, Schritt für Schritt. Die Kiste. Holz weg. Dann packen wir jetzt die Kiste dahin. Hier neben unseren Crafting Table. Sind jetzt die Sticks weg? Ja, ich glaube schon. Okay, jetzt packen wir in die Kiste erstmal alles, was wir nicht unbedingt gleich brauchen. Also erstmal hier ein bisschen was von dem Cobblestone. Ein bisschen was von dem Gravel. Ah, hier Zombiefleisch. Lapis Lazuli. Lass ich mal hier den Zahn auf. Und dann können wir hier diesen Table wieder mitnehmen oder lassen wir den hier stehen? Ich glaube, wir lassen den hier stehen. Wir finden das ja von da oben wieder und da finden wir auch wieder hierher. Aber wir wollen jetzt erstmal weiter runter in die Höhle. Wir haben ein neues Schwert, wir sind mutig. Das alte packen wir erstmal weg. Wir nehmen das neue. Wir sind mutig und guter Dinge und bewaffnet mit Fackeln und allerlei. Und deshalb gehen wir jetzt hier mal tiefer in die Höhle. Da unten ist, glaube ich, ja, Wasser auf Lava geflossen und das ergibt dann Cobblestone. Also das waren wir nicht. Und ich sehe auch Lapis Lazuli. Die packen wir mal hier hin, die nehmen wir wieder mit, weil die stürzt uns hier sowieso ab. Gucken, ob wir hier weiterkommen. Rechte Wand. Als Orientierungshilfe. Kennt das? Ich höre hier schon Lava. Ich hoffe, wir fallen jetzt da nicht gleich rein direkt. Wir müssen aufpassen, dass uns hier von hinten nichts an den Wirsing springt. Gut, ich glaube, wir können hier rüber. Das sind gerade alles ziemlich zerfahrene Wege, die wir hier nehmen. Was denn im Moment? Ich muss noch kurz was gucken. Ja, alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, Alter. Nicht in die Lava schmeißen. Nicht in die Lava schmeißen. Los, das nicht. Oh. Hui. Kein Problem. Alles in Ordnung. Okay, wir sind jetzt ziemlich weit unten. Und hier ist über Lava. Und ich dachte schon eben fast, die dummen Zombie-Bauern da wollen uns da rein befördern. Wir haben es auch fast geschafft. Also es war eine gute
Ein guter taktischer Zug von ihnen, mich genau da zu attackieren. Ist wohl die, die werden wohl immer schlauer, die Biester. Hätten wir vielleicht den General Tic-Tac mitnehmen müssen, aber der passt gerade auf unsere... auf unser Dorf auf, ja, auf uns Grab. Ich bin gespannt, was sich da so tut in unserer Abwesenheit. Wahrscheinlich nicht viel. Kennt ja die Hunsgraber Burger. Ich sehe eine Spinne. Immer am Nichtstun sein. Ist so ihre Devise. Ihr Lebensmotto. Ja, ihr habt ja so abgestimmt, wäre jetzt glaube ich ein bisschen viel gesagt. Denn es war eigentlich nur einer, der gesagt hat, ah Mensch, geh doch weiter in die Höhle. Ist doch eigentlich ganz cool. Und sonst kämpfst du ja mal kaum, weil du nachts ja mal pennst. Ja, ist so eine Angewohnheit von mir. Da unten. Das gibt's doch nicht. Waren wir da schon? Jetzt drehe ich aber durch. Da unten waren wir schon? Ja, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Merkt man jetzt gerade vielleicht. Ich bin sehr erstaunt, dass da unten schon Fackeln sind. Oh, naja. Ja, ich glaube, wir sind dann hier schon über... Oh, nicht schlecht. Saugefährlich. Oh. Saugefährlich hier die Ecke. Ja, hier ist eigentlich eine ganze gute Ecke für eine Basisstation. Wahrscheinlich war ich hier schon in der letzten Aufnahme und habe genau das gesagt. Hier ist Lava. Creeper. Mal sehen, ob wir den hier in den in die Lava boxen können. Fände ich nicht schlecht. Nein, nicht über den Stein gehen. Was? Oh, Dunkelheit im Rücken kann bei Minecraft absolut nicht entzücken. Komm noch her. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Vor dir, alten Pappnase? Mit dem hässlichen Kürbiskorb? Gold. Dahinter ist auch noch ein großer Saal, glaube ich, hier. Ja, ist es. Oh, so eine blöde Maus. Ich hasse die Biester. Das sind hier diese Ratten. Und die sind echt schnell. Also haben eine schnelle Schlagfrequenz. Ähnlich wie Fliegen. Wie die Fliege, die mir gerade an den Kopf geflogen ist. Ja, und es soll mich doch der Creeper holen, habe ich in einem Kommentar geschrieben. Es muss doch hier irgendwo Diamanten geben. Und daraufhin hat der gute Malkondo geschrieben, ja, beschreiß lieber nicht oder so ähnlich. Das passiert einem schneller, als es einem manchmal lieb ist. Oh Gott, ich habe heute ein bisschen Sprachschwierigkeiten. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es geht gut zur Sache hier, ne? Es geht gut ab. Gut ab. Aber naja. Wir müssen da hinten weiter ausleuchten, sonst reißen die uns hier den Allerwertesten auf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, eine Mine haben wir immer noch nicht gefunden. Aber wir entdecken gerade die Höhle hier immer mehr und bemerken immer mehr. Oder ich bemerke das gerade. Oder ihr natürlich auch, weil ihr guckt gerade das Video. Die wird immer größer, ne? Die wird irgendwie immer größer. Hier gehen wir erstmal noch nicht weiter. Wir wollen erstmal diesen Teil so ein bisschen erkundigen. Okay. Erkunden, natürlich, ne? Erkundigen ist was anderes. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Okay, ich bin bereit. Kommt, ihr Schergen der Dunkelheit. Ich hau euch mit meinem Schwert auf den Kopf. Was bist du denn? Voll der Passiv-Zombie. Passiv-aggressiv. Oh, der hat ein Schwert. Ha. Tja, Mensch. Das war klar, der hat ein Schwert dabei, aber greift uns nicht an. Ist ja auch mal was, ne? Ich weiß, wir müssen unbedingt Rohstoffe mitnehmen. Ja, komm noch her, Idioten. Skeletto-Mann. Ich sehe ganz genau, dass du eine Kettenhaube auf dem Kopf hast. Das wird dich aber auch nicht von meinen Schlägen hüten. Ach ja. Ist doch schön, wenn man ab und zu auch mal so ein großes Maul haben kann. Geht sogar noch weiter. Ja, da geht's hoch. Boah, wo kam der denn her? Ich muss mir das mal angewöhnen. Der hat die Fackel kaputt gemacht. Spinnst du? Die haben wir gerade angebracht. Das war mühsam.
Und jetzt muss ich gleich mal was essen, sonst gehen wir hier hops. Okay. Schnell was essen. Ich hab da hinten einen Creeper gesehen. Wenn der uns hier in dieser Ecke erwischt, ungefähr so. Das habe ich eben nicht ganz gerafft. Oh, die Musik. Da oben ist gar nicht gut, habe ich gerade so bemerkt. Da ist es gar nicht schön. Deshalb sollten wir hier vielleicht weiter. Da unten ist dann Lava, okay. Aber wir können vielleicht den alternativen Weg hier über diesen kleinen Steg hier wählen. Und vielleicht passiert uns da nicht so was Schlimmes. Ja, der ist auch nur für Lilliputaner gedacht. Hat ihn irgendwo gesagt, da ist Gold in der Decke? Verdammt, ich bin nicht konsequent genug beim Einsammeln der Rohstoffe. Nimm dies, Scharge des Kardinals. Ich glaube, ich hätte das wirklich nicht sagen sollen und der hatte recht, ne? Mit seinem. So, sagt das nicht so leicht. Das kann schneller passieren, als man denkt. Aber naja, mutig voran ist ja unsere Devise und nicht ängstlich zurück. Was ist denn das? War das ein Creeper? Das war doch kein Creeper. Was war denn das eben? Da ist irgendwas explodiert, aber nicht. Wenn das jetzt ein Creeper gewesen wäre, dann wären wir doch in die Luft geflogen, oder nicht? Bin ich denn platt? Mach jetzt alles voller Eisen. Yeah! Mann, ich höre schon wieder eine Maus. Eine Ratte. Du Ratte, zeig dich! Am Anfang, wisst ihr noch, als wir diese Tour begonnen haben, da haben wir alles eingesammelt. Jeden Brocken Eisen, jedes Stück Kohle. Und momentan sind wir da ein bisschen, ja, ängstlich geworden. Warum eigentlich? Das ist völlig unverständlich. Da unten ist Lava. Da müssen wir hin. Ich will da eigentlich nicht hin, aber wir müssen. Wir müssen unbedingt. Weil, wo Lava ist, da sind bekanntlich auch die Diamanten. Hier oben werden wir die nicht finden, ne? Und warte, fällt uns das gerade alles in die Lava hier, das ganze Erz. Das wäre ziemlich schade eigentlich. Ja, so nimmt man dann eine Fackel wieder ab. Und wir bauen uns jetzt hier mal irgendwo eine Treppe runter, würde ich sagen. Ist alles mehr oder weniger in Ordnung. Ach komm, hopp. Ja, mutiger Sprung, ne? Oder dummer Sprung? Wie man's nimmt. Okay. 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 Ah, da ist es Gold. Nee, das kann es nicht gewesen sein. Ich höre schon wieder einen Zombie. Weil hier geht's wieder nach oben. Da wollen wir aber nicht hin. Das Eisen ist Gold. Gold und Eisen. Erstmal das Gold. Und die Musik, diese Höhlenplaylist ist zwar ganz was Feines, bestimmt für die Zuschauer, weil die dann so ein bisschen diese Atmosphäre miterleben können, wie es ist, in so einer Zombie- und Creeper-verseuchten Höhle rumzulaufen. Aber für unser Eins ist es nicht so schön. Also mich als Spieler erhöht das natürlich nochmal ordentlich den Spannungsgrad. Und genau hier sind wir runtergekommen. Oh, hier ist ein riesiger See. Und wir machen jetzt mal eins. Wir müssen uns Wasser holen. Wir haben Wasser. Moment, 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 Moment. Wir haben Wasser. Das kippe ich jetzt mal hier hin. Und sammle es gleich wieder ein. Okay, damit können wir uns das nämlich hier ein bisschen sicherer machen. Aber auch ein bisschen dunkler, ne? Müssen wir also gleich wieder ausleuchten. Tropft das Lava runter, okay. Und hier sind wir jetzt schon auf der richtigen Ebene. Hier sollten wir uns jetzt weiter fortbewegen. Sehr gut. Die Fläche wird immer größer hier, die wir begehen können.
Und wir können natürlich unendlich viel Lapislazuli hier abbauen. Aber das... Lapislazuli, sage ich schon. Also, ne? Ihr wisst schon. Obsidian. Hier geht das noch überall weiter. Und ich denke mal, ich werde das hier alles erkühlen lassen. Mal schauen. Jetzt können wir schon mal hier rüber. Das ist immer so ein kleiner See. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass wir unser Wasser nicht verschwenden. Ich höre einen Zombie. Weil es ist mir, wäre mir sehr unangenehm, hier irgendwo reingeschmissen zu werden. Und euch bestimmt auch, ne? Ihr wollt mich ja auch nicht sterben sehen. Da guckt ihr euch das jetzt an, nur um mich sterben zu sehen? Nein, so seid ihr doch nicht drauf, oder? Oder? Das lassen wir mal hier. Und nehmen uns mal hier den Redstone mit. Ich weiß, es ist... Ja, ich weiß noch nicht so richtig, wofür ich den gebrauchen kann oder benutzen soll, dann später mal. Aber wir werden da bestimmt Verwendung finden. Ja, okay. Vielleicht habt ihr auch so eine kleine Idee, was man daraus bauen kann. Wenn wir dann mal genug haben. Noch ist es ja echt ein lächerlicher... eine lächerliche Menge an Lapis, die wir hier in unserem Besitz haben. Und ja, wenn wir dann mal mehr haben, könnt ihr ja mal was schreiben. Schreibt mal, was man aus Lapis alles so... Lapis, oh Gott, was ist denn mit mir los heute? Das ist nicht gut, ist nicht gut. Ich werde älter, noch älter wahrscheinlich. Und okay, wir gehen jetzt mal hier weiter lang. Weiter der Lava folgend. In der Hoffnung, irgendwo in diesen Wänden dann tatsächlich die edlen Steine zu entdecken. Ich höre schon wieder irgendeine Maus, die da am Sterben ist. Hier über uns ist auch alles voll mit Lava. Wir können uns natürlich jetzt hier durch die Wände graben, einfach ganz simpel. Und hoffen, dass wir da irgendwo Diamanten finden. Aber das ist nicht so, weiß ich nicht, nicht so mein Stil. Ich meine, das ist auch hier schon grenzwertig, was ich gerade mache. Da hinten ist eine Fackel. Aber ich finde, das ist immer noch, ja, kein Cheaten oder sowas, ne, das noch okay, denke ich mal. Wenn nicht, dann sagt es doch einfach mal. Okay, hier ist es Eisen. Und da können wir vielleicht ein bisschen Eisen abbauen. Ich möchte ja auch nicht für immer und ewig hier in der Höhle rumrennen, um ein, zwei komische Diamanten zu finden. Das machen wir dann auch nicht, wenn es hier keine gibt. Also wenn wir jetzt nicht bald welche finden, dann gehen wir wieder nach Hause. Hast du das gehört? Gott der Höhle. Dann sind wir... Da drüber ist Wasser. Das sieht man hier an den Tropfen. Die kommen ja durch die Decke. Und wenn ich da jetzt ein Loch reinschlage, haben wir hier einen Wasserfall und einen Zombie. Ach, komm doch, hör doch auf. Ich habe noch ein Schwert. So ist es nicht, mein Freund. Okay, weiter geht's. Ich weiß natürlich jetzt überhaupt, eigentlich gar nicht überhaupt nicht mehr, wo wir uns gerade befinden. Wir waren hier, das hier sehe ich an den Fackeln und an den Pilzen. Also hier unten haben wir die Gegend schon erkundet. Sehr schön. Die Decken mal abgucken, ob da irgendwo etwas Diamantenähnliches liegt. Ne, hier liegt nur ganz viel Eisen. Das nehmen wir uns natürlich mit. Aber wenn ich das raushaue, dann fällt das sowieso in die Lava. Und hier ist Gold. Das ist gut. Das ist sehr gut. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwie leben. Die sind immer schön. Die kann man immer gut gebrauchen. Aber wenn man sie ja nicht findet, ist das auch nicht so schlimm. Rede ich mir jetzt gerade mal schön. Ah, hier ist Gott sei Dank auch kein... Keine Lava drunter. Okay, hier haben wir den nächsten Lavasee. Ich weiß nicht, wollen wir den jetzt auch trockenlegen? Überlege ich mir gerade so ein bisschen. Den jetzt auch, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das sollten wir schon machen. Allein schon, wenn wir jetzt einen anderen Lavasee finden, dann können wir das hundertprozentig wieder identifizieren. Dass wir hier schon mal waren. Und wir können hier auch schön drauf gehen. Das finde ich besonders cool. Natürlich müssen wir dann hier wieder alles ausleuchten. Hatte ich ja schon erwähnt. Aber naja, damit können wir leben. Fackeln haben wir noch ein paar.
da machen wir dann gleich mal, ja. Da werden wir dann gleich mal. Kommt da jetzt Koppel dann raus eigentlich? Nee. Da müssen wir einen Block reinsetzen. Zack, Block rein. Dann können wir hier nochmal ein bisschen abkühlen. Da hinten sehe ich noch Redstone. Ja, so langsam kommen wir hier vorwärts, ne? Ach du Kacke. Hör doch auf, du Elender. Wo ist er? Wo ist er hin? Ist jetzt in die Lava hier gepolstert. Naja. Selbstmordkommando. Creeper-Selbstmordkommando, sag ich dann nur. Also meine spielerische Leistung ist momentan ziemlich dünne, ich weiß. Aber, ja. Was will man machen? Man hat nicht immer einen guten Tag. Guten Tag. Und, wenn wir hier dann irgendwann mal nach ungefähr gefühlten 50, 60, 70 Folgen raus sind, dann werden wir auch wieder bauen. Versprochen. Das liegt mir dann doch vielleicht ein bisschen eher. Mehr. Eher mehr. Was ist da oben? Okay, dann läuft die Lava bis zu dem Feld. Ach, komm schon, du Berg. Gib deine Schätze preis. Und zier dich nicht so, uns die Diamanten zu schenken. Ja, Skeletto. Hier, komm noch mal hier rüber. Kein Bock. Ah, ich dreh durch. Ich drehe durch Diamanten, 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 Diamanten. Wir haben Diamanten. Zwei Stück. Vorerst. Vorerst. Darunter ist Lava. Die werden wir natürlich, schlau wie wir sind, hepp, erkalten lassen. Weil das wäre ziemlich dumm, jetzt da die Diamanten rauszuballern. Wenn da noch Lava drunter ist. Ja. Okay. Jetzt dürfte das alles safe sein. Ja. Hier sind noch mehr Diamanten. Und da ist auch der Skeletto. Skeletto-Mann. Du stoppst als allererster. Die dümmsten sterben immer zuerst. Komm her, du. Alte Hippe. Vielleicht sollten wir das doch lieber von oben machen. Ich will das jetzt auch nicht zu lange ausweiten hier, das Ganze. Sondern einfach mal hier. Eins, zwei, zack. Und das sind unsere. Also es war kein neuer Diamant, sondern schon nur der, den wir ja da auch gesehen haben. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen suchen. Vielleicht sind hier ja tatsächlich... Oh. Boah, ich dachte schon, das Gold wäre gerade weggebrutzelt. Aber wir haben Glück gehabt. Es ist noch da. Gold ist ja auch wieder so eine Sache, wo viele sagen, was willst du denn damit? Einen goldenen Thron bauen zum Beispiel. Oder ein goldenes Pissoir. Mal sehen. Also mal schauen, was wir damit machen. Ah. Okay, das war das Signal eigentlich zum Gehen, würde ich sagen. Ein Creeper, der uns genau vor der Nase explodiert ist. Oh, Mann. Ich bin aber auch manchmal ein Penner.